Ja, meine Freunde, erstmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim erneuten Video auf diesem Kanal. Heute mit zwei Themen im Gepäck. Zum einen Florian Grillitsch und seinem verpokerten Fastwechsel jetzt. Ist ja so gut wie durch, ablösefrei. Und auch Oliver Abelgaard, irgendwie so. Und seinem vielleicht Wechsel zu Werder. Und auch da ein, zwei neue Infos zu dem Ganzen. Ja, ich möchte erstmal beginnen mit Florian Grillitsch. Vorab möchte ich kurz eine Sache sagen schon mal. Und zwar finde ich oder würde mich sehr interessieren, wenn ihr mal reinschreiben würdet, wie ihr das Ganze seht mit der Sechserposition. Ebbelgard ist ja nicht der erste Sechser, auch wenn da übrigens jetzt die Wahrscheinlichkeit sogar gerade steigt, dass er zu uns kommt. Aber ist ja denn jetzt ja nicht der erste Sechser, der in den letzten Wochen bei uns aufgetaucht ist als Gerücht. Mehrere Sechser waren ja immer wieder als Gerücht jetzt schon genannt worden und auch oftmals mit bestätigtem Werder-Interesse. Scheint wirklich so, dass Werder weiter sich auf der Sechs umschaut, wenn man sich qualitativ verstärken kann und es keine finanzielle Belastung ist, trotzdem noch einen Transfer zu machen. Wie seht ihr das Ganze? Ich habe mal eine Abstimmung im Community-Tab da reingehauen. Könnt ihr gerne mal auch abstimmen gehen, aber auch ganz besonders hier unten in die Kommentare mal reinschreiben, ob ihr das für nötig findet, euch freuen würdet oder eben auch nicht. Bin jetzt einfach mal auf eure Meinung gespannt. Jetzt kommen wir zu Florian Grillitsch. Der ein oder andere wird sich daran erinnern, hat bei Werder gespielt, ist in der Saison 2017, 2018, beziehungsweise danach zur TSG Hoffenheim gegangen, damals mit einem 4 Millionen Mark. Dann hat er uns verlassen, ablösefrei. Man hätte früher seinen Vertrag verlängern müssen. Ist von der zweiten Mannschaft, also wäre das U23, 2015, 2016 hochgekommen und ja, wie gesagt, zwei Saisons später war er dann weg und hat jetzt seinen Vertrag bei Hoffenheim erfüllt. Dieser ging bis zum Sommer und ist jetzt eben vereinslos. Mit wem wurde Florian Grillitsch alles in Verbindung gebracht? Es waren unfassbar viele Mannschaften. Zu seinem 16 Millionen Marktwert ist natürlich dann dieser Faktor relativ groß, dass er eben auch jetzt ablösefrei zu haben ist. Das heißt, so viele Vereine wurden da genannt, aber auch nicht nur irgendwelche Random-Vereine, sondern wirklich top, top, top-Vereine wurden da auch mit genannt und mit Interessenten gespielt und so weiter. Guckt mal hier allein die Palette von Interessenten, aktuelle Gerüchte, Galatasaray, die wahrscheinliche Wahl, was jetzt, ja, hier steht kurz vor Unterschrift bei Galatasaray, für mich total verpokert. Trabzonspor, Florenz, nach Italien hätte gehen können, Wolfsburg. Hier übrigens bei Florenz hat er zu hoch gepokert, er wollte zu viel, deswegen ist das Ganze gescheitert. Lazio Rom, Leipzig, Dortmund, Leeds United, also Premier League, Serie A, Bundesliga auch bleiben und sich vielleicht verstärken im Gegensatz zu Hoffenheim. Alles wäre irgendwie möglich gewesen. Dennoch am Ende, ja, krass verpokert und landet voraussichtlich bei Galatasaray. Finde ich sehr schade, weil ich wirklich gerne den nächsten Schritt irgendwie bei einem Premier League Club zugetraut hätte oder mich auch gefreut hätte. Oder auch in der Serie A von mir aus wäre auch eine gute Sache gewesen. Bei Galatasaray weiß ich nicht. Also, ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was ihr so davon halten würdet. Das wäre ja fast so, da kann man ja eigentlich sagen, hätte er auch bei, also wenn man jetzt mal ehrlich, hätte er auch bei Hoffenheim bleiben können. Hätte er auch zu Bremen gekommen, wäre auch kein Problem gewesen. So. Aber bei Gala, ich weiß nicht, ob er sich damit wirklich einen Gefallen tut und ob das alles am Ende hinhaut. Ja, das bleibt mal ganz, ganz krass abzuwarten. Stelle ich mal komplett in Frage für mich. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ist das krass verpokert und kein guter Transfer. Wenn du mit einem 16 Millionen Marktwert ablösefrei wechseln kannst, gehst du eigentlich nicht und den nächsten Schritt machst, im besten Fußballalter mit 26, gehst du eigentlich nicht in die Türkei zu Galatasaray. Sag ich persönlich, da gibt es viel, viel ambitioniertere, bessere Clubs oder selbst die Variante bei Hoffenheim dann doch nochmal zu verlängern, wäre besser gewesen als das, meiner persönlichen Meinung nach. Ich könnte mich gerne korrigieren oder auch anderer Meinung sein. Ja, zu unserem lieben Oliver haben wir ja gestern schon ein Video gemacht mit den ersten Infos. Und zu unserem 1,92-Mann, der 7 Millionen Marktwert hat
und seinen Vertrag ein Jahr aussetzen kann bei Rubin Kazan, gibt es ein, zwei Sachen zu erklären. Und zwar gibt es die ersten so Untergrundgerüchte, sage ich mal, die Fabrizio Romanos Artikel aufgreifen, beziehungsweise was heißt Artikel, seinen Post aufgreifen und sagen, dass Nottingham Forest und so weiter zwar auch interessiert sei, aber wer da wohl sogar eine Favoritenrolle aktuell haben soll bei Oliver Ebelgard. Das wäre natürlich für uns auch wieder sehr interessant, auch wenn wir mal hier bei Transfermarkt gucken, ist ja bei aktuellen Gerüchten nur Werder Bremen und mit 52% immer höher, also Wahrscheinlichkeit steigt. Würde so ein bisschen diese Theorie verstärken, dass Werder vielleicht wirklich der einzige richtige Interessent ist und da auch wirklich gerade dran ist. Mich persönlich würde es total freuen. Ich habe gestern in meinem Video gesagt, dass ich nicht genau weiß, wie diese FIFA-Regelung abläuft, weil es halt einfach Ausnahmeregelungen sind. Ein, zwei Leute haben das auch dann in die Kommentare geschrieben, wie das Ganze abläuft, hier aber trotzdem noch zusammengefasst. Also, der liebe Olli könnte seinen Vertrag für die kommende Saison praktisch aussitzen bei Rubin Kazan und würde ablösefrei zu Werder kommen für eine Saison. Das Gehalt von den beiden wäre dann, oder das Gehalt wäre dann frei verhandelbar. Da müsste man natürlich dann auch gucken, dass man sich noch einig wird, das ist klar, aber das wären im Prinzip in Anführungszeichen die einzigen Kosten. Denn danach müsste er zurückkehren zu Rubin Kazan. Da ist natürlich dann auch die große Frage, ob man vielleicht da dann auch über einen Kauf und so weiter reden könnte in der kommenden Saison. Das weiß man jetzt alles nicht. Das ist relativ schwierig auch ja, zu sagen. Aber ich finde, das Ganze ist einfach sehr, sehr interessant. Von dem Aspekt her, dass man sich für ein Jahr qualitativ extrem stark verstärken kann, einen absoluten Kracher holt, den man so niemals holen könnte, sonst im Normalfall, und sich dann halt einfach, ja, mit wenig Kosten qualitativ auf eine andere Stufe bringt. So ist es einfach, glaube ich, gesagt. Was man aber dazu sagen muss, ist, wir hätten dann im Mittelfeld zwei Änderungen zur Zweitligasaison, die schon mal feststehen würden. Zum einen Jens Day, der ja gesetzt ist mit einer 4 Millionen Ablöse. Absoluter Achter, defensiv, habe ich von Anfang an gesagt, finde ich ihn besser als offensiv und sehe ihn auch eher in so eine Richtung. Also Jens Day, dass er wirklich defensiv arbeitet, sich offensiv als Kämpfer reinbringt, aber halt seine grundsätzlichen Stärken auch mehr in der Defensive sind. Jetzt sagen wir mal so, defensiver Achter, klassischer Achter, wäre jetzt Jens Day und dahinter wäre dann, wenn dieser gute Olli kommen würde, unser Olli. Weil, wenn du so jemanden holst für ein Jahr, dann ist der auch im Normalfall gesetzt. Und dahinter baust du dann Gruev auf. Grosso wäre so ein bisschen dann dahinter die Option, glaube ich. Oder halt die sicherste Option, je nachdem, was man halt auch spielen muss. Natürlich in der Innenverteidigung könnte ja noch eingesetzt werden. Aber es gibt natürlich dann auch die Frage, wird man dann vielleicht Gruev nochmal verleihen? Salifu mache ich mir weniger Sorgen, weil wenn er zurückkommt von der Verletzung, dann kann man da auch wirklich sagen, okay, dann spielt er in unserer zweiten in der Regionalliga. Mal gucken, was er da so macht. Kann er sich zeigen. Und da kann man nächstes Jahr immer noch gucken. Ist halt immer noch extrem jung auch. Aber ja, für Gruev wäre das zumindest in erster Linie erstmal so ein kleines Türchen zu, weil er dann doch aktuell jetzt gerade für mich die Nase vorn hat und aktuell in meiner Startelf auch wäre und kann mir auch gut vorstellen, dass er eben auch bei Werner eine Startelf wäre, über lange Zeit gesehen. Dennoch ist das hier ein Spieler, wenn wir uns hierüber unterhalten, der einfach wirklich auf einem ganz anderen Niveau nochmal ist. So, jetzt gerne eure Meinung rein. Vielleicht habt ihr auch schon ein bisschen was darüber gehört. Was sagt ihr auch zur Entwicklung hier? Auch mit 52% auf einmal gelistet. Nicht so ganz so verkehrt. Ja, ich finde immer noch sehr, sehr interessant. Bin gespannt, was ihr schreiben werdet. Was sagt ihr zu Florian Grillitsch? Trinkt heute ganz viel, denn es wird sehr, sehr warm heute Morgen. Und ja, ich bin gespannt, wer bis hierhin geguckt hat. Haut rein, Leute. Was habe ich gerade? Haut rein, Leute. Euer Real Nico. Wunderbar.